Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal den Devious Lake Simulator. Roblox Victor sagte, dass ich den unbedingt mal spielen soll. Ich habe gar keine Ahnung, worum es hier gehen soll. Was soll dieser Titel überhaupt bedeuten? Keine Ahnung. Ich glaube, ich klicke einfach mal auf View Tutorial. Ich hoffe, ich kann es mittendrin noch skippen, sobald ich es verstanden habe. How to play. Click tap furniture to collect it. Ja, Mann. Furniture collecten. Increase your storage. Dann gibt's Pets. Okay, got it. Also es gibt hier irgendwie Möbel und die soll ich collecten, I guess. Okay, keine Ahnung. Ich gehe jetzt... Ah, nee, ich kann nicht in den Classroom, weil ich... Habt ihr noch nicht freigeschaltet? Okay, was, wenn ich hier hingehe? Die kostet mich auch alles 100. Die Eggs kosten mich auch Geld. Ach, kann ich hier mit den Spinden einfach arbeiten? Okay, dann räume ich natürlich den Spind leer. Haha. Wem gehört der Spind überhaupt? Ach, mir doch egal. Alles leer machen. So, jetzt habe ich 8 von 10. Das heißt, ich muss jetzt schon verkaufen, oder? Sell. Verkauft für 16. Okay, muss ich wohl ein paar Spinde leer räumen. Nehme ich erstmal den Spind von Johnny. Na, ich verstehe, wie das Ding hier funktioniert. Ich finde es blöd, dass man durch die Sachen durchlaufen kann. Aber okay, jetzt stehe ich im Spind drin. Lass mich raus, please. Weil den Spind will ich jetzt trotzdem noch leer machen. Lass mich endlich raus. Geschafft. Und den Spind machen wir auch noch weg. Easy. So, gehen wir auf Sell. Dann mal auf den Shop. Und ich hätte gern mehr Stärke. Das geht auch so nicht weiter. 50 Mark kostet mich das. Upgraden. Ja, jetzt bin ich stärker. Jetzt kann ich den Spind mit einer Hand rausreißen. Ah, okay, nicht ganz. Ich brauche, glaube ich, noch ein bisschen mehr Stärke, bevor ich das machen kann. Und warum bin ich nochmal hier irgendwie so ein komischer... Keine Ahnung. Oh, ich habe... Habe ich Geld, Belohnung dafür bekommen? Dann kann ich gleich mein Back upgraden. Ich kann mein Back fast nochmal upgraden. Aber ich würde sagen, als nächstes upgrade ich Stärke, weil das dauert mir immer noch zu lange. Ich kriege jetzt 2 pro Tick und ein Tick dauert auch ziemlich lang. Also gehen wir einfach mal auf Strength, kaufen uns hier bessere Strength. Die nächste würde mich 200 kosten. Oh, die Spinne. Achso, die Spinne kommt zurück. Perfekt. Eigentlich ein guter Simulator. Also bei vielen Simulatoren habe ich immer das Gefühl, ich mache überhaupt keinen Progress. Aber hier geht das eigentlich ganz klar. Ich gehe jetzt einfach mal hier in diesen Classroom rein. Yeah, ich habe Unlocked. Oh, ich kann in alle Classrooms rein. Ach, wie schön. Dann machen wir den Desk hier weg. Und was genau mache ich da eigentlich? Ich wedel einfach in der Luft rum. Oh, das ist viel zu anstrengend. Und auf einmal ist das Ding einfach weg. Genau so funktioniert das. Genau so funktioniert das. Jetzt noch den Müll hier leer räumen. Vielleicht hat da jemand noch sein Pausenbrot weggeschmissen. Ich klicke auf Sell und es geht weiter. Perfekt. Aber wenn ich so ein böser Rowdy bin, der hier die ganzen Möbel, warum auch immer, zerlegt oder klaut, warum genau muss ich die verkaufen für Geld? Warum kann ich nicht einfach dorthin gehen, wo das ganze Geld ist und mir das Geld klauen? Macht doch viel mehr Sinn. Ich klicke jetzt auf Sell, jetzt verkaufe ich. Aber guck mal, wie viel Geld hier liegt. Ich muss das doch nur einsammeln. Hallo? Ja, aber scheinbar will das Spiel nicht zulassen, dass ich einsammle. Ah, ich werde jetzt den Teacher's Desk ausräumen. Haha. Ich werde nicht mal Schubladen. Doch, da vorne sind Schubladen. Hä, warum? Man sitzt hier drin und die Schubladen sind hier draußen. Das ist, keine Ahnung. Das finde ich nicht so sinnvoll. Na, keine Ahnung. Vielleicht macht das Sinn. Ich habe ja so einen Tisch nicht. Nein, geh weg. Das ist mein Teacher's Desk. Den wollte ich leer räumen. Gib den her, das ist meiner. Haha, das ist keine Chance. So, und ich würde sagen, wir werden jetzt das erste Mal ein paar Pets hatchen. Kostet ja nur 200. Wir öffnen das erste Ei. Ich möchte direkt das Beste ziehen, please. Und eine Cat ist wahrscheinlich komplett useless. Ja, das Unseltenste, was ich hätte ziehen können. Aber weil ich ein Eck geöffnet habe, habe ich direkt noch 100 Belohnung bekommen. Also kann ich das nächste öffnen. Und jetzt bitte. Dog. Na gut, ankommen. Immerhin, Dog ist ankommen. Dog ist besser als Cat. Und ich kann beide gleichzeitig ausrüsten. Gut. Hier werde ich es jetzt zeigen. Hä? Ah ja, erstmal hier Waschbecken wegmachen. Meine. Oh, das dauert so lange. Ich dachte, die Pets machen mich besser. Oder kriege ich mehr beim Verkaufen? Ich glaube, ich kriege mehr, wenn ich verkaufe, wenn ich die Pets habe. Ich hätte mir natürlich das Tutorial auch durchlesen und merken können, aber ach, Tutorials sind für Idioten, nicht wahr? Und leergeräumt. Ich glaube, ich müsste mir als nächstes dann einfach mal wieder ein Backpack-Upgrade holen. Das kostet, glaube ich, 175 Coins. Dann mache ich das mal. Your bag is full. Ja, genau. Ist so schnell voll. Also gehe ich jetzt hier hin. Größeren Rucksack. Gekauft. Der nächste kostet mich 300, das kriegen wir auch hin. Oh, die Fountain ist wieder da. Und ich hätte gerne mehr Strength, das dauert so lange. Yeah, collect 2 water... Stimmt, ich sollte mal die Quests machen. Collect 5 Lockers muss... Aber das bringt mir nur 25. Warum sollte ich so eine Quest machen, wenn die Belohnung nur so niedrig ausfällt? 2 Benches. Und ich soll einmal Strength upgraden, krieg dafür gleich 500 dazu. Das lohnt sich auf jeden Fall. Weil dann kann ich mir wahrscheinlich direkt das zweite Strength Upgrade direkt dazu kaufen. So, aber als erstes 5 Lockers machen. Locker easy. Locker easy. So, in den Lockers ist auch nicht viel drin. 5 Lockers sellen wir jetzt. Jetzt gehen wir hier hin, holen uns ein Strength Upgrade. Wir haben 550, das heißt, wir müssten als nächstes dann 350 haben. Aber wir haben 850 und kaufen uns direkt das nächste Upgrade. Perfekt. Und können uns dann auch gleich noch ein Upgrade für den Backpack holen. So will ich das sehen. So, finish collecting 14 items, kriege ich hin. Collect
Sechs Student Desks. Das kriege ich hin. Das machen wir jetzt. Wir räumen jetzt alle weg. Ich habe 2 Strength Upgrades gekauft und es dauert trotzdem noch so lange. Ah, gut. Man weiß immerhin, womit man zu tun hat. Ein Strength Upgrade bringt ja halt einen mehr dazu. So, wie viele sollte ich nochmal? 6. Okay, 6 kriege ich zusammen. Aber ich muss gleich wieder verkaufen. Ich dachte, ich hätte 150, aber nein, ich habe 250 Backpack Space. Perfekt. Dann muss ich vorher gar nicht verkaufen. Dann kann ich das jetzt easy noch machen. Und 228. Und dann haben wir es auch noch geupgradet. Ich hole jetzt nochmal was aus der Mülltonne und dann muss ich verkaufen. Oder doch nicht. Dann noch aus der Mülltonne. Jetzt ist mein Backpack voll. Dann zählen wir. Wunderbar. 6 Items. Finish collecting 6 Items. Ach, kriegt man aus dem Mülleimer Items? Ich weiß es nicht. Weil ich hätte ja eigentlich bei den Student Desks schon Items bekommen müssen, oder nicht? Nee, doch, habe ich. Keine Ahnung, dann war ich ja voll und blöd. Nee, 14 Items und 5. Ah. Ich habe 2-mal dieselbe Quest gehabt und deswegen dachte ich eben, okay, die Quests kommen, glaube ich, auch random. Aber eigentlich ganz gut gemacht, so. Kann man spielen. Ich habe 2000 Coins, komm. Ah, 5, das kostet mich noch ein bisschen was. Okay, dann hole ich mir als nächstes ein paar Strength Upgrades. So. Wobei eigentlich macht es doch viel mehr Sinn zu warten, bis hier steht, dass man sich ein Upgrade kaufen soll. Dann kriegt man eine Belohnung dazu. So, ich muss jetzt wieder Lockers und Water Fountains machen. Water Fountains haben wir immer hier. Und Benches. Wo finde ich denn Benches? Wir suchen jetzt Benches, das machen wir. Aber vorher noch die 3 Lockers clearen hier. Die One hätte ich inzwischen auch. So, sind hier... Das sind Benches, oder? Das sind Benches. Steht das da? Steht da nicht. Ich weiß es nicht, ob das Ben... Ach, hier! Das sind auf jeden Fall Benches. Hier hinten, okay. Eine Bench und dann hier hinten die 2. Bench. Perfekt. Jetzt noch eine Water Fountain, Garbage und dann muss ich mein Backpack upgraden. Perfekt. So, also Water Fountain upgraden, wegräumen hier. Dann noch einen Mülleimer leer räumen. Aber Mülleimer sind jetzt gerade nicht auf meinem Weg, also gehe ich hier hin. Sag dann Back und ich upgrade mein Back. Krieg ein bisschen was zurück. Ich nehme natürlich die Trade Request an. Du kannst von mir die Cat haben. Oh, ich bin dabei, Bro. Oder doch nicht. Danke, Bro. Danke, Bro. Das ist jetzt, ich weiß nicht, was ist das? Ist bestimmt ein gutes Pet. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich schaue mir jetzt einfach mal meine Pets an. Ich habe mir die ganzen anderen Sachen in dem Spiel noch gar nicht angeguckt. Trade Success. So. Wenn ich hier unten auf meine Pets klicke, sehe ich nichts. Set the same item multiple times to send your pets. Was? Das geht? Seit wann kann ich meine Pets denn da hinschicken? Los, Dago. Okay, wir merken direkt gleich noch weitere Pets. Go off. Danke. Danke. Sehr nett. Danke, Akashi 0990. Dadurch habe ich auf jeden Fall schon mal einen schnelleren Start. Ich muss aber erst noch einen Überblick hier bekommen. Und dieses Trade Success Fenster, das könnte ja auch gerne mal weggehen. Ach, und dann, wenn die Pets das einsammeln, dann muss ich selber machen. Okay. Ich collecte jetzt noch ein bisschen Garbage hier. Starter Bundle will ich mir gar nicht holen. Aber hier, my Pets. Und dann nehme ich den mal weg. Kann ich equip best. So, das sind meine besten Pets, die ich habe. 52.000 Stärke. 245 Coins. Alles klar. Na gut, wir haben jetzt diese Pets ausgerüstet. Ich gehe jetzt einmal hier ran und ich one-hitte nicht. Okay, die Pets haben ihre eigene Stärke. Das heißt, wenn ich jetzt sage, dab, 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 dann machen die Dinger einfach weg. Okay, verstehe. Also habe ich jetzt Pets, die ein tausendfache stärker sind als ich. Finde ich gut, finde ich gut. Ich hole mir auf jeden Fall selbst ein bisschen Stärke dazu. Oh Gott, wie viel Coins habe ich denn? Oh mein Gott. Oh. Ich glaube, ich bin kein Anfänger mehr. Oh Gott, jetzt habe ich das Gefühl für alles verloren. Ich stehe jetzt hier und kann meine Pets einfach rausschicken. Ich sammle das Zeug ein. Ich gehe verkaufen und bam. Hier, möchtest du so eine Maus haben? Danke, Bro. Ich weiß nicht, man sieht ja... Man sieht nicht, wie stark die Pets sind, wenn man sie tradet. Hier ist einfach nur ein Vorschaubild. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hätte ich auf das Plus drücken müssen. Auf jeden Fall gehe ich jetzt einfach mal auf meine Pets. Equip Best. Das sind wirklich noch bessere Pets. Oh Gott. Oh ja, das sind wirklich viel bessere Pets. Oh Gott. Gut, jetzt habe ich epische Shiny Rainbow Gazellen. Na, dann würde ich sagen, unlock next floor. Hey, ich habe Floor 2 unlocked. Devious Lick Simulator, loading. Floor... Ach so, das ist dann sowas wie ein Rebirth. Und die Floors sehen ein bisschen anders aus. Ich schicke mal meine Pets dahin. Die sammeln das alles immer noch easy ein. Wenn ich jetzt zum Verkaufen gehe, kriege ich jetzt für 150... Ja gut. Ich habe auf jeden Fall Spaß. Classrooms freigeschaltet. Kein Ding. Gehen wir rein und sagen weg, weg, weg. Ich räume das hier leer, während meine Pets alles andere one-hitten. Mein Back ist full. Was soll ich tun? Mein Back ist full. Ich kann sellen. Kann dann da wieder hingehen. Kann dann wieder alles einsammeln. Perfekt. So, wieder ein bisschen verkaufen. Jetzt habe ich 6 Millionen. In einem komischen Layout. Kann wieder verkaufen. Und ich würde sagen, ich brauche einen größeren Backpack. Also kaufen wir uns ein Backpack. Bam, 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 bam. Okay, jetzt haben wir schon mal einen größeren Backpack. Ich würde sagen, ich habe immer noch 1 Million. Also hole ich mir noch persönlich Strength dazu. Aber wofür brauche ich Strength, wenn meine Pets das alles für mich machen? So, gehen wir einfach mal. Ja, Classrooms and Washrooms. Darf ich rein? Danke. Okay. Wie viel gibt es denn hier zum Freischalten? Hier gibt es auch überall Locker. Und da ist so eine große Bench und F2 Benches. Yeah, und den Locker hier will ich auch noch haben. Und das will ich auch haben und das auch. Ich will das alles haben. Mach die Toiletten weg. So. Ich weiß gar nicht, wie weit ich in dem Spiel eigentlich bin. Ich
Ich muss das Spiel erstmal durchspielen. So, erstmal die Floor 2 Benches, weil das ist meine Mission hier. Oh mein Gott, eine Tonhalle, da muss ich rein. Ich kann mir die Tonhalle nicht leisten. Was soll das denn? Ja, dann räumen wir jetzt erstmal hier die Spinde leer. Ich will nämlich in die Tonhalle rein. Dann gehen wir auf Verkaufen. So, haben instant 42 Millionen. Und jetzt möchte ich in die Tonhalle. Please. Ich bin in der Tonhalle drin. Alle Zuschauer, die das Spiel schon durchgespielt haben, denken sich so, warum tümpelt der immer noch dort rum? Aber Leute, ich muss das Spiel doch auch erleben. Also ich würde sagen, so wie ich das gemacht habe, das ist der schnellste Trick, um in dem Spiel schnell voranzukommen. Ihr lasst euch einfach... Hier steht Skip. Achso, Basketball-Timer, bis die Sachen zurückkommen. Ah, ist das was Besonderes, die Dinger? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen was verkaufen. Und ich gucke einfach mal, auf welchen Floor ich so kommen kann. Weil Floor 4 sind die höchsten Leute hier auf dem Server. Dann versuche ich auch auf Floor 4 zu kommen. Floor 3 sieht aber auch hübsch aus. Da gibt es ja noch solche Eggs. Die kosten mich ja gar nichts. Ich öffne mal ein Royal Egg. Aus dem Royal Egg ziehe ich natürlich ein Shiny Emerald Bunny. So ein Schwächling. Den brauche ich nicht. Aber den kann ich an die da unten weitergeben. Hier gibt es dann noch Robux Eggs. Und ich kann einfach hier so ein paar Gemälde wegräumen. Small Paintings, ja, easy. Dann steht hier einfach noch so ein Zeug rum, okay. Aber ich one-hitte immer noch alles. Ich one-hitte alles. So, wie viel kostet mich dann der nächste Floor? Next Floor 25 Milliarden. Das kriege ich doch wohl hin, oder? Ja, das kriege ich easy hin. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich brauche einfach nur erstmal besseren Backpack. Dann noch ein bisschen meine eigene Strength upgraden. Einfach nur, weil ich es kann. Und dann schicke ich meine Pets jetzt wieder irgendwo hin. Die machen das jetzt für mich. Leute, räumt mal den Schuppen hier aus. Yeah, one large painting. Da ploppt so viel auf. Ich hätte das Spiel von Anfang an durchspielen müssen. Aber ich... Oh, das baue ich selber ab. Und ich bin in der Lage, das selber abzubauen. Ich habe sogar so viel Strength, dass ich das so halbwegs hinkriege. Gut. Wie viel Strength habe ich eigentlich gerade? Ich habe keine Ahnung, wie viel Strength ich hier habe. Aber ich habe auf jeden Fall 300.000 von 5 Millionen. Und hinter mir ist Jin. Und Jin guckt sich mich so an und denkt sich so... Ja, lol, so ein Noob. Aber ich mache einfach jetzt von Noob zum Pro in Devious League Simulator. Wie bin ich eigentlich hier hingekommen? Das hier ist aber keine Schule mehr, oder? Oder ist das die Schule für die reichen Kinder? Keine Ahnung, ich gehe auf jeden Fall jetzt zum Thronraum, zum Thronsaal, schick meine Pets an den Thron ran. Und die brauchen hier sogar eine Weile. Die brauchen hier sogar eine Weile, um das abzubauen. Lol, wie viel kriege ich denn dann dafür? Und mein Back ist voll, mein Back ist ja komplett voll. Ich brauche mehr Back. Ich brauche mehr Backpack. Gib mir mehr Backpack. So, jetzt müsste mein Backpack aber reichen hier. Für alles. Der Thron kommt dann auch wieder erst nach ein paar Minuten wieder, oder? Hey, warum ploppen da manchmal... Ach, keine Ahnung. Es ist einfach, wie es ist. Kann ich... Oh, ich kann auch die Kronleuchte hier mitnehmen. Ich nehme einfach alles mit. Das ist alles meins. Ran da, meine Viecher. Meine Vasallen. Bringt mir Reichtümer. Ach ja. So, und dann wird es Zeit, dass ich wieder ein bisschen was verkaufe, oder? Weil ich habe den Thronsaal jetzt lang genug leergeräumt. Hier steht aber auch nirgendwo ein Timer, wann der Thron wiederkommt. Keine Ahnung. Der kommt bestimmt irgendwann wieder. Ich gehe jetzt auf Sell, habe jetzt 16 Milliarden... Ich könnte eigentlich jetzt noch so ein bisschen farmen und dann könnte ich in den nächsten Floor, aber ich will noch gucken, was gibt's denn hier oben? Im Bedroom, im Master Bedroom. Yeah. Ja, da gibt's natürlich, ja, sieht halt aus wie ein Master Bedroom. Was habe ich erwartet? Ich weiß es nicht. Aber ich schicke jetzt einfach meine Pets überall hin und am Ende sind wir alle glücklich, glaube ich. Wer wohnt hier eigentlich? Da ist der Thron. Dann schicke ich meine Pets da jetzt wieder ran und baue auch selber mit ab. Und ich... Oh, das geht so hoch. Schaut euch das an. Schaut euch an, wie hoch das geht. Aber es wird nicht voll diesmal. Es wird diesmal nicht voll. Und bam. So, ich habe jetzt 16 Millionen zusammengefarmt in der Zeit. Wenn ich die verkaufe, habe ich genug für den vierten Floor. Und ich glaube, das wird dann auch der letzte Floor sein, oder? Ich meine, sonst wären die anderen bestimmt auch schon im fünften Floor. So, jetzt sind wir hier mit Multiplayer-Bonus von 4. Haben wir dann Shop. Und wir sind jetzt in der Mall. Und ich würde sagen, die Mall, die wird leergeräumt. Oh, und angekommen in der Mall haben wir jetzt tatsächlich Sachen, wo meine Pets nicht mehr alles direkt one-hitten. Ja, trotzdem. Trotzdem hole ich mir jetzt alles. Das ist alles meins. Das ist alles meins. Ich habe keine Chance. Ich werde euch alles klauen. 150 Milliarden. Ich glaube, das ist das Eck, aus dem meine Pets rauskamen, oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, die sehen ein bisschen so aus, als würden sie aus diesem Eck... stammen. 5 Milliarden für Jewelry Store. Dann gibt's einen Tech Store. Jewelry Store ist am besten, oder? Ah, ne, da hinten. 200 Milliarden für Food Court. Okay, ich gehe erstmal in den Jewelry Store. Was? Ich kann mir das nicht leisten? Ach, 5.000 Milliarden. Das kostet mich 5.000 Milliarden. Okay. Ich habe schon wieder eine Trade Request bekommen. Und mir werden jetzt solche Pets angeboten. Sind die noch besser? Also die sehen ehrlich gesagt noch besser aus. Auf jeden Fall vielen Dank für die Pets an alle, die mir mal Pets schenken. Das ist echt nett. So komme ich in dem Spiel schneller voran. Loading Trade. Ich schreibe hier mal Danke. So, dann gehen wir mal wieder hier auf meine Pets. Drücken auf Equip Best. Und ui.
Die sind noch mal ein Stückchen besser als die Pets, die ich vorher hatte. Ein gutes Stückchen besser. Legendaries dann auch noch. Alles klar, Sunshine Angels habe ich. Und ich krieg wieder ein Trade Request. Steckt mir nicht immer so viele Trade Requests. Ich habe jetzt einmal Pets von euch bekommen, das reicht. Danke, das ist sehr nett, aber ich glaube, es reicht. Ich weiß nicht, wie wertvoll die Pets für euch sind, weil ich muss erstmal an den Punkt kommen, an dem nicht mehr alles overpowered ist, damit ich wieder einschätzen kann, was gut ist und was nicht. Na, gehen wir erstmal hier rein. Bookstore. In dem Bookstore ist einfach nichts drin. Das ist der traurigste Bookstore, den ich kenne. Vor allem jetzt, wo ich ihn leer geräumt habe. Aber wirklich, wer baut sich so einen Bookstore auf? Das lädt ja überhaupt nicht ein. Also ich würde hier nicht gerne nach Büchern suchen. Aber gut, wir haben alles leer geräumt. Ich sammle jetzt nochmal alles ein. Hat sich das gelohnt? Ich weiß es nicht. Ich würde auf jeden Fall sagen, Divis Lick macht schon ziemlich Spaß. Mein Backpack ist voll. Okay, dann gehe ich mal auf Sellen. Habe jetzt 100 Milliarden. Ich brauche aber 5000 Milliarden. Das kriegt man eigentlich hin. Das kriegt man hin, ja. Ich gehe auf jeden Fall hier mal zum Shop. Kaufe mir noch ein bisschen mehr Backpack. Jetzt habe ich einen Supreme Bag. Und das restliche Geld gebe ich wie immer für meine eigene Strength aus. Und ich bin jetzt more devious. Habe jetzt 125.000 Stärke. Alles klar. Equip die anderen. Ach, die sind noch besser. Oh, daran habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Na gut. True. Easy. Ich würde sagen, von dem, was ich habe, bin ich jetzt kein Noob mehr im Devious Lick Simulator, oder? Was sagt ihr? Aber ohne meine Pets wäre ich so aufgeschmissen. 1000 Milliarden hierfür. Es sieht so aus, als hätte ich genug, aber bei mir ist das ein Punkt und da ist das ein Komma. Und im Amerikanischen nutzen sie bei Zahlen Punkt und Komma genau umgekehrt. Warum machen Amerikaner eigentlich mit Zahlen alles andersrum? Die machen komplett alles andersrum. Können wir doch nicht sagen, dass die ganze Welt alles überall immer gleich macht, aber Amerika, wir sind Amerika, wir machen alles anders. Ich würde gerne die Rolltreppen mitgehen lassen, aber irgendwie wollen die Rolltreppen nicht mitkommen. Wir räumen jetzt nochmal den Bookstore aus. Oh, das macht doch Spaß. Einfach die Pets immer wieder hinschicken und dann alles einsammeln. So lässt sich's leben. Ich habe wieder eine Trade Request bekommen. Ich würde sagen, Bruder, du kannst von mir hier die Pets bekommen. Ich glaube, die brauche ich nicht mehr. Trade failed, okay. Warum tradest du mich dann an? So, wenn ich jetzt verkaufe, habe ich aber auf jeden Fall wieder 100 Milliarden zusammen. Judy, nee, dich ignoriere ich jetzt. Dann, ich mache jetzt einfach mal Trades aus. Geht das? So, ich habe jetzt mal Trade Requests ausgemacht. Und wo ist Verkaufen? Ach, Verkaufen ist unten, ne? Ja, hier ist Verkaufen. Dann verkaufen wir einfach mal und haben jetzt 400 Milliarden. Und für 400 Milliarden, das kostet mich 12, das kostet mich 50. Dann gehe ich hier rein. Dann werden hier die Items wahrscheinlich auch besser sein. Ich habe jetzt den Onion Store. Hier gibt es Zwiebeln. Oh mein Gott, ein Geschäft nur für Zwiebeln. Und wie groß sind die Zwiebeln eigentlich? Sagt das überhaupt was aus, dass das eine Regal dort golden ist? Ist das gut? Ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Aber ja, meine Pets brauchen hier im Onion Store tatsächlich wieder eine Weile zum Abbauen. Das ist keine One-Hit-Sache mehr. Aber es geht trotzdem ziemlich schnell. Onion Store ist leergeräumt. Uiuiuiui. Und das gibt mir ordentlich Zeug. Gut. Dann baue ich hier jetzt nochmal dieses eine Regal ab. Gehe wieder verkaufen. Und wenn ich dann verkauft habe, dann gucke ich mal, wie viel habe ich jetzt? Jetzt habe ich 1000 Milliarden. Und das reicht doch schon aus für den Tech-Store. Rein in den Tech-Store. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt im Tech-Store drin bin, dann wird mein Backpack wieder schnell voll. Das heißt, mein nächstes hier ist tatsächlich wieder ein größerer Backpack. Aber vorher versuche ich einmal, den Tech-Store leer zu räumen, so gut ich kann. Also sende ich meine Pets einfach überall hin. Und die brauchen auf jeden Fall eine Weile zum Abbauen. Also, alles klar, hier muss ich tatsächlich aktiv farmen. Gut, dann bin ich endlich mal wieder in der Klasse angekommen, wo ich hingehöre. Aber es geht doch immer noch in Ordnung. Während ich so einen Shelf ausräume, meine Pets alles. Die nehmen alles mit. Ausnahmslos. Ich arbeite immer noch an einem Shelf. Ich sende jetzt meine Pets auch mal an das Ding hier. Und dann geht's natürlich auch wieder schneller. Dip, dip, dip. Please, mach schneller. Okay, wir sammeln jetzt alles ein, was hier liegt. Weil hier müsste ja noch eine Menge rumliegen. Mein Bag ist voll. Okay, dann gehe ich jetzt auf Sell. Ich habe genug für den... noch nicht ganz. Ich brauche 5. Okay, ich habe fast genug für den Store da oben. Aber ich brauche auf jeden Fall jetzt einen größeren Backpack. 250 Milliarden, 500 Milliarden, 1000 Milliarden. 2500 Milliarden ist jetzt nicht mehr drin. Aber jetzt habe ich einen guten Bag mit 1,5 Milliarden Kapazität. Ich gehe jetzt auch mal auf meine Settings und sage jetzt, send all pets. Und send jetzt immer alle meine Pets an die Sachen ran. Weil jetzt müssen wir das ja wieder hier mit Teamarbeit leer räumen. Müssen wir die Kindersicherungen entfernen. Macht auch viel mehr Spaß. Perfekt. Keyboard Shelf ist jetzt leer. Die guten Razer-Tastaturen. Haha. Und jetzt nehmen wir noch die MacBook. Nee, das sind ThinkPads. Das sehe ich doch auf den ersten Blick. So, dann hier noch die guten iPads der ersten Generation. Die Modeller in dem Spiel hatten aber auch keine Lust, hier moderne Technik zu nehmen, ne? Das ist ja alles 2013 oder was? Sagen wir 2014. Außer die Tastaturen. Die sind 2007. Die haben nicht mal genug Keys. Was soll denn das? Aber ja, ich habe tatsächlich nichts... Also meine Pets sind nicht stark genug, um den Tech-Store hier leer zu räumen. Während ich schaffe, ein paar von den Regalen abzubauen, kommen die ersten... einfach alle wieder schon nach. Tech-Store ist auf jeden Fall meine Messlatte momentan. Mein Metier. Okay, diese Videogame-Shelves gehen jetzt wieder schneller. Die gehen wirklich schnell. Aber wenn ich mir dann so einen Computer, so Tech-Checkout, das sind also die Kassen. Die Kassen gehen auch, eigentlich auch in Ordnung. Nur die Keyboard-Regale, die brauchen immer ziemlich lange. Nee, doch nicht. Habe ich mir das eben alles nur eingebildet? Hier,
Tablet-Display-Table, die brauchen lange. Das sind die Übeltäter, das sind die Schurken. Aber bevor mein Backpack voll ist, hole ich mir jetzt natürlich noch so ein LG Smart TV mit, weil von denen habe ich ja noch gar keine eingesammelt. Und mein Backpack ist voll, also gehe ich zählen, habe jetzt 14.622 Milliarden. Es macht gar keinen Sinn, dass der bei 1.000 Milliarden nicht anfängt, Trillionen zu sagen. Aber es ist nun mal so, ich gehe auf Unblock und jetzt sind wir hier, senden unsere Pets hier ran, machen mit. Und jetzt spielen wir auch mit ganz oben bei den Juwelenräubern. Und dann kann ich hier alles einsammeln. Guckt euch an, was ich hier alles einsammeln kann. Oh mein Gott. Okay, alle stehen in der Mitte. Das ist, glaube ich, das, was die Profis so machen. Alles meins, alles meins. Leute, das ist ein großer Diamant. Warum sucht ihr da unten auf dem Boden? Ihr müsst ihn doch nur mitnehmen. So, und mein PC hat mich erinnert, dass ich noch ein paar Pflichten habe. Ich muss den Müll rausbringen, wie es aussieht. Gut, ich würde sagen, ich gehe dann gleich nochmal verkaufen. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr mehr Devious Lick Simulator sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir auch, was ich hier nochmal machen soll. Und abonniert vor allem auch meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Das Video ist erstmal vorbei. Bis dann und ciao!